Ja, herzlich willkommen zu meiner Videoreihe, bei der ich dir wichtige Kenntnisse zeigen möchte, in dem Fall hier zu Word 2016, die du benötigst, um dann zum Beispiel eine VWA, Diplomarbeit schreiben zu können. In diesem 17 wieder geht es darum, wie kann man Formatvorlagen verändern, wie kann man da einstellen, dass zum Beispiel eine bestimmte Schriftgröße bei einem Text innerhalb des Dokuments oder auch bei Fußnoten eine bestimmte Größe dann hat. So gehe ich einmal hier in diesen Text hinein und wir sehen dann aus dem vorgehenden Video, habe ich schon erklärt, was Formatvorlagen sind. Ich bin hier auf der Registerkarte Start und sehe dann hier diese Standardvorlage. Ich kann jetzt hierher gehen, rechte Maustaste, ändern und kann diese Standardformatvorlage verändern. Klicke auf Ändern. Jetzt wird mir dieses Fenster eingeblendet, da steht dann hier oben Formatvorlage ändern. Und ich kann jetzt hier zum Beispiel festlegen, welche Schriftart ich haben möchte. Ich könnte es hier zum Beispiel runtergehen. Stelle mir da Kalibre ein und wähle hier die Schriftgröße 12. Darüber hinaus kann ich dann noch hier einstellen, ob zum Beispiel das Blocksatz formatiert ist, ob ich zum Beispiel hier noch andere Dinge haben möchte, kann ich hier einstellen, zum Beispiel beim Absatz. Wenn ich einstelle, ob der Zeilenabstand zum Beispiel 1,5 Zeilen wäre, würde also dementsprechend auseinandergezogen werden. Klicke hier auf OK. Das ist hier der Name ist Standard von dieser Formatvorlage. Klick auf OK und all die Bereiche, in dem Fall hier habe ich ja die Titelvorlage noch, wenn du dich erinnerst. Wenn ich jetzt hier hineingehe, die Standardvorlage, wurde dann tatsächlich alle Texte mit dieser Standardvorlage eben ja, zugeordnet wurde, also alles, was dann als Standard erkannt wird in dieser Formatvorlage, wurde hier als Kalibri 12 und mit einem Zeilenabstand von 1,5 dann eingestellt. Das heißt, wenn du das hier machst, wirkt sich das auf den gesamten Text aus, der vorher mit dieser Standardvorlage dann markiert wurde. Ähnliches kann ich natürlich dann auch bei den Fußnoten machen. Ich suche mir jetzt hier dann eine Fußnote. Hier habe ich eine. Hier habe ich die Schriftgröße noch 10. Ich möchte das jetzt hier aber verändern. Ich markiere das jetzt hier. Mache hier rechte Maustaste. Habe hier das Kontextmenü und dann habe ich die Formatvorlagen. Dann schaue ich mal, ob ich hier jetzt dann etwas über Fußnote finde. Nein. Ich gehe jetzt hier und mache Formatvorlage erstellen. Ich stelle es als eine eigene Formatvorlage. Und die nenne ich jetzt natürlich nicht Formatvorlage 1, sondern nenne sie dann eben dementsprechend dann auch Fußnote. Das kann ich dann in Zukunft dann genauso verwenden. Klicke jetzt hier auf Ändern und kann hier einstellen, dass ich hier zum Beispiel die Schriftgröße 10 möchte. Das habe ich hier schon sogar. Kalibre habe ich auch. Was möchte ich noch machen? Ich gehe mal auf Absatz. Möchte hier einstellen, dass der Zeilenabstand nicht 1,5 ist, sondern nur einfach. Soll ausgerichtet sein mit Blocksatz, das passt soweit. Jetzt klicke ich auf OK. Klicke nochmal auf OK. Und habe dementsprechend hier dann eine eigene Formatvorlage erstellt, die ist hier herum. Und kann dementsprechend dann einen Text, den ich dann markiere und dann dieser Formatvorlage zuweise, dann genauso formatieren, wie er in dem Fall eben dann auch von mir so gedacht ist. Ja, jetzt hast du gelernt, wie man mit Hilfe von Formatvorlagen Schriftarten, Schriftgrößen verändern kann und auch sogar eine eigene Formatvorlage erstellen kann.